Die Umrechnung Newton in Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde oder umgekehrt. Ach, naja, das macht manchmal Leuten Probleme. Ich habe mal ganz schnell was vorbereitet. Ausführlich werde ich es dann nochmal vorstellen. Und zwar, wenn ich eine Masse von 100 Kilogramm 4 Meter hochheben will und die Erdbeschleunigung, die habe ich jetzt mal rund, nicht 9,81, sondern rund 10 Meter pro Quadratsekunde genommen, dann gibt es immer folgende Vorgehensweise. Wenn ich die Hubarbeit, also W wie Work und Hub wie Heben, nicht Tütüt, herausbekommen will, dann gibt es eigentlich immer eine Vorgehensweise. Die ist immer gleich und immer einfach. Und zwar, ich schreibe immer erstmal die Formel aus den entsprechenden Formwerken ab. Die schreibe ich mir hin. Dann setze ich ein. Und jetzt kommt der Trick. Jetzt, das ist der Trick hier. An der Stelle hier. Hier geht's los. Die Zahlen, die ordne ich alle. Ne? Ich habe alle Zahlen. Entsprechend, manchmal stehen sie auch unterm Bruchstrich oder was auch immer, dann stehen die da vorne und dann ordne ich die Einheiten. Und jetzt guckt mal, jetzt steht Kilogramm und Meter, das steht hier oben und die Quadratsekunde unten drunter. Ah, und das restliche Meter ist dieses blaue hier. Und Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde sind Newtonmeter. Wie das dann einfacher also ausführlicher erklärt wird, dazu die entsprechenden Links gleich und dann denke ich mal, das dürfte jeder verstehen. Ich hoffe, es hilft euch.